Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Legend und dem Beagle. Wir haben hier gestoppt. Ich will da eigentlich nur rüber. Oh. Okay, da vorne ist der Kern. Ich hab was gehört. Nein, ich hab gar nichts gehört. Aua. Nein, ihr habt nichts gehört. Einer noch, aua. Okay. Er scheint nicht geladen zu sein. Vielleicht kannst du ihn im Kontrollraum über dir aufladen. Okay. Ja. Warte mal. Okay, das kam jetzt einfach nur verspätet. I see. Ah, lass mich doch mal hier umgucken, bevor ich irgendwas mache. Okay. Da komme ich nicht hoch. Okay. Aber vielleicht kann ich hier irgendwo. Nein, da vorne ist eine Leiter. Aber Lara müsste doch da hochkommen, oder bin ich du? Lara? Wenn sie nicht will, dann will sie nicht, ne, Leute? Das ist so. Nee, wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Das ist so. Aber das ist doch unmöglich. Sie muss doch da hoch können. Auf den Schienen liegen Trümmer. Keine Ahnung, wie ich die wegkriege. Es spielt doch keine Rolle, ob der Kern Saft hat. Lad ihn auf, dann sehen wir weiter. Hallo, Lara. Was soll? Sag mal, wie kommst du auf diesen Kanal? Psst, Sip. Sie muss aus deinem Büro ein Headset mitgenommen haben. Du bist ja so clever, Lara. Weißt du, warum die Sowjets ihr Projekt Carbonek nannten? Das ist das Schloss, in dem Lancelot den Heiligen Gral suchte. Nicht die erste Verbindung zum Arthus-Mythos, die ich gefunden habe. Von wegen Mythos. Ein beschränktes Wort für eine beschränkte Perspektive. Du warst immer nur die Forscherin. Mit diesen Tesla-Geräten kannst du bestimmt gut umgehen, was? So gut wie jeder andere, vermute ich. Die Russen haben in dem Artefakt eine Kraft freigesetzt, die ihre einfältigen Hirne gegrillt hat. Drück also nicht den falschen Knopf. Oh, du aber auch nicht. Ich kenne den richtigen Knopf, meine Liebe. Oh, du hast wohl inzwischen Russisch gelernt, Amanda? Sie hat aufgelegt. Was zum Teufel sollte das? Sie hat Probleme, das Schwertfragment zu finden. Und sie will nicht riskieren, alles aufs Spiel zu setzen. Vielleicht hättest du ihr sagen sollen, was sie wissen wollte. Nö, warum? So, Lara, können wir jetzt bitte ein bisschen Ernst in die Sache legen? Dankeschön. Diese Steuerung, Leute, die macht mich wahnsinnig. Aber nur ganz knapp. Wahnsinnig. Nee, Lara, bitte nicht. Danke. So, und jetzt bitte gerade. Okay. Muss ich hier irgendwo. Ich glaube, da komme ich. Ja, okay. Das geht. Oh Gott, rückwärts springen ist natürlich ihre Kunst. Okay, jetzt habe ich auch eine Abkürzung freigeschaltet. Nur für den Fall, dass Mrs. Croft sich denkt. Abstürzen ist geiler als mein Ziel zu treffen. Man weiß es bei ihr ja nie genau, ne? Also Lara kennt da nichts. Noch ein unterkühlter Wissenschaftler. Hebel betätigen, Miss Croft? So macht man das. Muss das nicht irgendwann mal aufhören? Er ist noch nicht ganz aufgeladen. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Wie soll ich ihn bewegen, wenn ich ihn nicht anfassen kann? Das Kabel an dem Magnethaken ist isoliert. Okay. Okay, das macht auch keine Angst oder so. Okay, so funktioniert das also.
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Sind ein bisschen bekloppt, aber egal. So kann man also eine Tür öffnen. Mann, diese Technik ist ja wirklich Gold wert. Tesla war ein Genie. Ich bevorzuge Türklinken. Ja. Kann ich nichts anderes gegen sagen. Nein! Geh über den Nebel. Ja. Verdammt, das brennt. Ah, wirklich? Was ist denn hier passiert? Seltsam. Der Kern muss die Kabel aufgeladen haben. Die Schienen in der Wand sind die perfekten Leiter. Pass auf! Nein. Okay. Wie jetzt was los? Au! Ich wollte doch schnell genug sein. Nee. Au, ich war nicht schnell genug. Na gut. Mist, ich wollte doch... Nee, Lara? Okay, und jetzt das andere? Jetzt das andere. Nee. Okay, rein. Nein, alles gut. Cool. Du musst nur das Ding da wegschaffen und schon sind wir im Geschäft. Okay. Meine Rede, das Ding leuchtet wie ein Weihnachtsbaum in der Hölle. Ach, au. Oh. Das ist schlecht, ne? Achso, das geht auch noch weiter auf. Das Ding ist scharf! Vorsichtig! So, das wollte ich nämlich eigentlich erreichen, aber egal. Es ist ein Schild. 10. oder 11. Jahrhundert. Solltest wurde du das zusammen nicht mit wissen? Dem Teil, das wir suchen, entdeckt. Sieht aus wie Lancelots Wappen, oder? Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine Karte. Versuch darauf, was rauszufinden. Eine Idee, wozu die gut ist? Vielleicht hat unser Ritter nicht nach Hause gefunden. Oder er hatte womöglich nicht nur dieses Teil. Meinst du, er hat noch mehr Fragmente des Schwertes versteckt? Mag sein, aber ohne Referenzpunkt ist die Karte nutzlos. Ich sehe sie mir an, dann bis später. Großartig, erfroren. Wie die anderen. Neben dem Artefakt haben sie noch andere Relikte entdeckt. Dummerweise wollte dem armen Schwein niemand bei der Analyse helfen. Das Gefühl kenne ich. Warum dieses Desinteresse? Sie waren ihnen nicht alt genug. Offenbar stammen sie aus dem 1. Jahrhundert nach... Ich glaube, ich habe mich noch nie besser gefühlt. Zeig dir, was das Ding kann! Dann gehe ich jetzt erst darüber und dann hole ich die weg. Nehme ich mit Bananas. Docken! Klappt? Bei einem zumindest. Aua! Komma! Lemurensohn, ey! Stimmt doch!
es mit dem guten Medipack nach da unten gefallen. Leute, das haben wir jetzt alles gemacht, damit wir hier rüberkommen. All das haben wir gemacht, nur dafür. Für nichts anderes. Ich meine, ja, die kriege ich wieder. Aber nicht meine... warte mal. Nee. Ah. Okay. Zack, ziehen. Nee, doch, ziehen. Ist wenn nicht mein Plan. Rüber. Oh, ich bin jetzt so klug. Na komm. Das kriegen wir ja wohl hin. Na dann. Ist es egal, wo lang? Oder. Da geht's einfach nicht lang, Leute. Da ist einfach Schluss, einfach Ende Gelände. Oh no, Leute, oh no. Amanda. Tut mir leid, was geschehen ist. Aber können wir nicht trotzdem zusammenarbeiten? Es gibt kein Wir, Lara. Das gab es nie. Da unten gab es nur mich. Mich und das hier. Erinnerst du dich? Ich habe es berührt und es berührte mich. Ich bezweifle, dass das gut war. Ich habe es gezähmt und unterworfen. Mein Gott! Amanda! Wie sie klingt, als hätte sie ein unartiges Kind vor sich. Ich habe einiges beigebracht. Bist du verrückt? Es hat unsere Freunde getötet, Amanda. Und beinahe uns. Ja, aber mir hat es das Leben gerettet. Es ist alles eine Frage der Achtsamkeit. Aber du solltest dich fernhalten. Es ist ein wenig launisch. Geh ihm aus dem Weg, Lara. Ich kontrolliere es nicht. Ich entfessle es nur. Es tötet alles in seinem Weg. Oh Gott, Himmel. Au, was soll ich machen? Okay. Renn ruhig langsamer, Lara. Das ist in Ordnung. Au. Die Bosskämpfe hier sind einfach so chilly, ne? Danke für gar nichts. Lara, 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 Lara. Komm schon. Ah, lass dich doch nicht von dem Ding hier. Flützen. Ja, und jetzt? Ah, da ist noch was. Nicht an. Oh Gott. Ja, komm, ist okay. Habe ich jetzt alle? Ja. Da ist es! Das Schwertfragment! Da oben! Sid, wie kriege ich das verdammte Ding da raus? Ich, keine Ahnung. Ich weiß ein bisschen was über die Tesla-Technologie, aber dieser Ort hier ist mir ein Rätsel. Nein! Ja, natürlich.
heulen, Lara, danke. Na komm, du Kostus. Danke. Und jetzt zieh, danke. Noch ein anderes? Gut, mal sehen, wer als erster da ist. Oh Leute, das war... Weil das Monster, da kann man nicht viel gegen machen. Uff. Also geht's jetzt ab nach England. Ihr Lieben, wir haben es geschafft. Yay. Ich habe ein neues Kostüm. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde danach ein bisschen hier Croft Manor machen. Das ist eine ziemlich gute Idee, glaube ich. Bevor wir nach... Wenn wir eh schon in England sind, können wir da auch Croft Manor machen. So. Wir gehen dann jetzt hier auf Beenden. Ja, ich habe ja gerade gespeichert. Ich habe doch gerade gespeichert, ne? Einmal kurz gucken. Ja, habe ich gemacht. Ja, bitte. Dann auf... Ja, komm, ist okay. Ich habe vergleichsweise viele Schätze gefunden. Das beeindruckt mich. So, und jetzt Croft Manor. Ich würde sagen... Welche Kostüme darf ich denn haben? Das sieht scheiße aus. Legend Blau. Sei es drum. Wir können uns eh bei ihr umziehen. Croft Manor. Da gibt es nämlich auch ordentlich was zu entdecken. Sie haben das hier sehr ähnlich gemacht wie in den Filmen. Mit Hi, Lara. Hallo, Sip. Na, Kumpel, wie geht's? Wir haben hier keine Waffen, fällt mir gerade auf. Na gut, dann ist das so. Kriegen wir die noch? Wir gucken uns jetzt erstmal im Erdgeschoss um. Ich habe nämlich selbst keine Ahnung mehr vom Croft Manor, wenn ich ehrlich bin. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber ich dachte mir, bevor wir jetzt mit England weitermachen und ich Croft Manor immer noch weiter helfe. Ein Pool. Hier konnte ich doch irgendwas machen. Ich bin mir gar nicht sicher. Guck mal. Aha. Oh, ups. Wollte ich gar nicht. Denn auch hier gibt's Schätze. Ja, auch hier gibt's Schätze. Die sind aber alle hier sehr... Auch wenn Lara es nicht aufheben möchte, wollte ich sagen, dass die sehr offensichtlich versteckt sind. Gibt's noch mehr, wo ich dran ziehen kann? Ja. Was bringt mir das, dran zu ziehen? Ich habe meinen Greifhaken hier nicht, aber ich dachte, wenn ich... Okay. Schauen wir mal, was wir machen können hier.
Umkleidekabinen hat sie auch hier, die gute Frau. Für alles gerüstet hier. In ihrer Riesenvilla. Die Frau geht nicht extra ins Schlafzimmer dafür. Nein, nein. Die geht nur in den Poolraum und zieht sich da gemütlich um. Was kann ich denn da oben machen? Das sieht aus, als könnte ich da was mit dem Magnethaken machen. Ich werde erstmal hier dem Weg folgen. Okay. Das alles nur, damit ich hier oben hinkomme. Das muss man sich mal vorstellen. So vielleicht? Ich weiß es selbst nicht mehr. Ich muss es gerade ausprobieren. Oh, das sieht aber schief aus. Nur, wer kennt's nicht? Ich habe einen Kontrollpunkt in meinem eigenen Haus bekommen. Okay. Was kann ich hier mitmachen? Sieht so. Okay. Auf der anderen Seite ist das andere davon, aber wie komme ich auf die andere Seite? Mit dem Magnethaken, so sieht's aus, aber den habe ich ja gar nicht. Okay, muss ich später nochmal schauen. Oder kann ich im Pool irgendwas machen? Lara, tauchen Sie mal, gute Frau. Nee, hier geht nichts. Doch, da ist ein Hebel. Mysteriös, was hier abgeht mit der Frau. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein! Gott, Lara, nein, egal was du tust. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Du sollst dich in deinem eigenen Pool ersaufen. Diese Frau würde alles tun, um sich umzubringen. Es ist einfach so. Muss man so sagen, ne? So, jetzt gehen wir nochmal dahin. Und runter mit dir. Lara! Achso. Das geht einfach auf. Wer kennt's nicht? Oh Gott, ich muss hier hoch. Welche strange Verbindung hat die bitte zu ihrem Sportraum? Ich frage nur. Den kann man aber wirklich nur lösen, wenn man alles hat. Und das haben wir wirklich noch gar nicht. Wir haben die Waffen noch nicht. Wir haben den Greifhaken hier noch nicht. Wo finde ich das denn? Hier im Haus? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß es nämlich gar nicht. Im Pool haben wir, da beim Pool konnten wir auch noch nicht alles machen. Ich gehe mal hier oben gucken, was hier so ist. Das sieht doch aus, als würde das aufgehen. Nö. Da hinten ist eine Tür. Da sind sogar zwei Türen. Die gucken wir uns mal an. Ich habe ja keine Waffen. Oh. Aber ich habe euch ja gesagt, wir gucken uns Croft-Männer an. Ich finde es cool, dass sie es wieder mit eingebaut haben. In Teil 2 und 3 gab es das ja. Ich weiß gar nicht, ob es das im Ursprungsteil überhaupt gab. Das war ziemlich cool. Ich muss in Teil 2 immer an den Butler denken, der uns immer furzend hinterhergelatscht ist und den man liebend gerne im Kühlschrank eingesperrt hat. Drücke. Du gehst nicht nach draußen, oder? Nicht, solange es da drin so viele interessante dunkle Orte gibt. Was habe ich denn jetzt eingesammelt?
Das heißt, ich kann alles da jetzt so richtig schön nerven. Okay. Dann nerven wir alles da mal so ein bisschen. Ist ja kein Thema. Aber niemand sagt mal, was ich hier... Nein, sagt sie. Nein. Nein. Natürlich. Der berüchtigte Geheimgang in der Croft Manor ist natürlich auch sehr wichtig. Aber da ist doch... Wollt ihr mich trollen? Das sieht aus wie ein Hebel. Nein, sagt sie. Sie sagt nein. Das heißt aber, dass es gehen müsste. Ich habe noch keinen Enterhaken. Was habe ich denn bei ihm da gerade eingesammelt? Auch da sagt sie nein. Miss Croft weiß, was sie möchte. Ich habe so langsam das Gefühl, auch hier können wir nicht so viel machen. Ein bisschen schade. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier nach draußen kommt. I don't know. Aber wir gucken uns hier erstmal in Ruhe um. Vielleicht finde ich ja noch Enterhaken und Co. Muss ich ja finden, sonst könnte ich hier die ganzen Sachen nicht lösen. Ich mochte Laras altes Haus, auch wenn es Pixelbrei war. Aber es war schöner Pixelbrei. Die Gute lässt sich's Gute gehen, ne? Was haben wir denn hier? Oh, hinter ihrem Bett. Ich würde so schlafen, mich übrigens nicht wohlfühlen. Achso, da sind Krieger der Bronzezeit. Warum? Meine Waffen! Okay. Na gut, das ist natürlich ein ziemlich cooles Versteck für die Waffen. Ich habe noch nicht viel, also... Bleiben wir in dem Outfit. Oh. Ach, da kommen wir nicht rein, weil könnte Bart sein. Gut, also meine Waffen habe ich. Jetzt ist nur die Frage, wo ich meinen Enterhaken finde. Und wo ich meine Waffe benutzen kann, ist ja auch die nächste Frage. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nämlich den Enterhaken deutlich mehr gebrauchen kann als meine Knarren. Ach. Kann ich mit dem auch reden? Nö. Da ist auch noch eine Tür. Darf ich aber nicht rein. Ich weiß nicht, ob ich generell in diese Tür nicht rein darf oder ob, auch da darf ich nicht rein. Da darf ich rein. Ich glaube, da komme ich zum Sportdings, ne? Ja, da komme ich zum Sportdings, du Bümster. Das kann ich machen, aber den Rest nicht, oder wie? Kann ich da hochklettern? Hm. Na gut, dann ist das so. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, hier brauchen wir den Enterhaken für. Der Raum, das ist so Endgame quasi. Wenn wir denn alles haben. Ich weiß nur nicht, wie ich an alles rankomme. Entschuldigt, dass ich so viel gehe, ne? Das ist nicht, weil ich so unglaublich müde bin, sondern wenn die Migräne halt kickt, dann kickt die Migräne. Tabletten sei Dank, es ist nicht so tragisch, aber ich glaube, ich hatte es schon mal in irgendeinem Let's Play gesagt, ich neige dazu, extrem viel zu gehen. Nee, da darf ich nicht raus. Okay. Ha! Jetzt bin ich natürlich ein bisschen überfragt, ne? Weil ich brauche ja meinen Enterhaken.
den ich warum nicht habe? Ich brauche den Enterhaken, da mache ich nicht viel dran. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Im Zweifel geht es dann halt ab nach England und wir gucken nach England mal, ob wir irgendwie an den Enterhaken drankommen. Weil ich sag, also Croft Manor ist vergleichsweise groß, da kann man viel sammeln. Aber ohne Enterhaken, seht ihr, sind wir hier schon ein bisschen aufgeschmissen. Jetzt macht sie sich sauber. Wir sehen uns dann also in der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Tag und haut rein.